Volker Varuna, hallo. Hallo. Hallo, Jürgen. Hast du schon Fahrzeuge geguckt? Bin gerade da. Kommen jetzt gleich auch runter, ne? Yep. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder so, kann ich dir dann eventuell beantworten. Jo, ich bin da, ich gucke mich mal um und ich kann ja auf dich warten. Okay. Und bis gleich, tschüss. Jo, bis später. In diesem Sinne, vielen Dank, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality hier auf der Grünfelder Land. Ich schaue mir gerade die Geschichte an hier von den Fahrzeugen, die dem Hofer gehören, die wahrscheinlich demnächst alle zur Versteigerung kommen. Da könnte nämlich sein, dass wir uns das ein oder andere daraus. Wir haben sogar ein Förderband. Dass wir uns vielleicht das ein oder andere. Upsa, unter den Nagel reißen, mehr oder weniger. Ich weiß nicht, wie viel. Komme ich da rein? Ah ja. Kann mal gucken. 2,4 Arbeitsstunden, das ist jetzt nicht so viel. Der Steier. Ich glaube halt nicht, dass wir uns einen Steier leisten können. Der ist noch ein bisschen neuer. Und der kleine Steier, der ist nichts für den Wald. Den können wir vergessen. Also wenn, dann kommt eigentlich nur der hier in Frage. Und der Rest. Kann man gucken, ob hier auch was drin steht? Nee. Der Rest macht eigentlich für uns jetzt keinen Sinn. Die Sämaschine vielleicht, aber dann müssten wir eigentlich den John Deere geschenkt bekommen. Haben wir hier noch. Oh, noch ein Xerion. Oh, der hat schon 8 Stunden auf dem Buckel. Aber der hat halt keinen Frontlader, das bringt uns auch nichts. Also im Grunde macht eigentlich nur Sinn John Deere. Da haben wir ja im Moment den von der Gemeinde, den irgendwie keiner weiß, wem der gehört. Aber alles andere, was hier jetzt rumsteht, brauchen wir eigentlich nicht. Ich könnte mal kurz noch. Ich fahre mal kurz noch das Gewicht im Wald. Das brauchen wir nämlich nur im Wald. Das brauchen wir nämlich nur im Wald, wenn wir wieder Stämme verladen müssen. Sonst eigentlich gar nicht. Und dann fahre ich nochmal hierher zum. Dann kann ich nochmal mit Jürgen quatschen. Der kann mir vielleicht auch sagen, wie viel der John Deere noch wert ist. Vom Hofer. Vielleicht kann er den hier dann auch noch kurz auf die Bühne nehmen und gucken. Dann weiß ich nämlich, welcher am günstigsten ist von beiden. Dann gucke ich, welchen ich mir zulege. Mist. Ja, da haben wir Tiefenlocker am Schild. Ereignisreiche Woche, aber nicht ganz so arg. Also die Versteigerung soll ja dann nächste Woche Montag sein.
Ich muss hier auch gerade mal in die Pläne reingucken. Ich gerade mal hier ab das Gewicht. Ups. Ich sehe gerade was. Bett. Können wir das vielleicht irgendwann anders abhandeln? Ja, komm. Hallo, hier ist der Neumann. Ja, Neumann, du, ich bin's. Ja. Volker. Du. Ist ein Drescher in Gebrauch? Zurzeit steht er in der Halle. Okay, was kosten 120 Dreschen? Jo. Ich rufe dich gleich wieder zurück. Danke, tschüss. Ciao. Jo. Albert. Jo. Du, wir müssen die 120 ernten. Also wenn du fertig bist, dann direkt aufs Feld. Ist bloß keiner, ne? Wo? Weil hier steht eine Schaufel, aber ich weiß nicht, ob das unsere ist. Keine Schaufel, Palettengabel. Ja, Palettengabel. Ja, nimm mit. Da stand vorhin nur eine. Wenn die rangeht, dann ist unsere. Okay? Ja. Und okay. Dann ab zum Feld. Entweder lasse ich vom Neumann den Drescher hinstellen. Was besser ist, ne? Ja. Entweder lasse ich ihn hinstellen oder wir müssen abholen. Wir werden einfach das Feld noch ernten. Dann gleich nochmal rübersehen, ne? Ja, das nicht. Weil nach zwei, eigentlich ist die Pacht schon ausgelaufen. Aber da muss der Jürgen in den Pachtverträgen noch was ändern. Dann quatsche ich gleich nochmal drauf an. Okay. Baller. Kannst du ja mal ansprechen. Vielleicht kriegen wir ja einen günstigeren Preis. Wenn wir das hier, was ich hier für 6 Monate mieten oder sowas. Ach, du willst da nochmal. Weiß nicht, vielleicht ist noch ein anderes Feld, was lukrativ ist in der Nähe. Hört you. Hört ab. Eine Sämaschine haben wir, gell? Naja, die Hosch. Die 122, ne? Die ist ja an der Straßenrand. Ja, was ist da drauf? Glaube ich, Früchte sein, ne? Irgendwas Gelbes. Irgendwas Gelbes. Das wird zumindest angezeigt. Okay, ja, ich quatsch mal mit dem Jürgen. Wieder auf dem Rückweg, ne? Jo. Wenn ich zurückfahre, ich fahre immer in der falschen Richtung, ne? Ja, habe ich vorhin schon gesehen. Jetzt schon wieder, ne? Gut, bis nachher mal. Tschö. Gibt's doch nicht. Was? Jo! Jürgen, wo bleibst du denn? Ich fahr jetzt vorne an Tor rein. Ah. Gut, dann leg ich mal auf. Jo. Alter, was will denn der mit 2 Teamladern?
Jürgen. Moin. Moin. Hi. Ah, ist fit? Ich bin um die halbe Welt gefahren, bis du hier angekommen bist. Ja, ich war noch drüben im Wald. Ah, ich muss dem Sunny helfen. Er hat ein 4 Meter Schneidwerk. Lol. Dann ein großes Feld noch. Hatte der Hofer eigentlich keinen Drescher? Nee. Schade. Drescher brauche ich nämlich auch noch. Ja, ich eigentlich auch. Ja, ist, okay. Kannst du gerade mal den John Deere hinten rausfahren und mal drüben durchchecken, was der von noch an dem, Wert hat? Vom Hofer? Ja. Weil an dem hätte ich vielleicht Interesse. Er hat doch noch einen kleinen Steier hier, ne? Nee, geh weg. Steier, ey. Steier gehört zum Meier, ey. Hallo. Hallo, Sanaman. Hi. Ich wollte den Preis sagen. Jo. Das wären 15.141 Euro. Das ist 15.141. Ja. Also 15.100. Okay. Kann denn einer von ihren Mitarbeitern runterfahren ans Feld und dann würde ich ihn mieten für einen Fünfer oder so? Das geht auch, ja. Okay, dann überweise ich dir 5.000 und ist gemietet. Gut, okay, jo. Tschüss. Gebe ich so weiter. Ciao. Aber er müsste halt ans Feld gefahren werden. Jo. Danke, tschüss. Tschüss. So, Jürgen, was sagt der? Also deiner ist knapp 206 und der hier ist 196.412 Euro. Okay, also wäre der hier wahrscheinlich das Ehre. Das hier nicht deiner. Nee, ich glaube, das ist für dich. Hallo? Hallo Herr Reisex, haben Sie zufällig oder der Herr Zimmermann oder so einer im Besitz eines VW Golfes? Nee. Okay, gut. Wir besitzen nur zwei Audis und die stehen vorne. Okay, gut, dann Ihnen noch einen schönen Tag. Jo, gleichfalls, tschüss. Ja. Der da nett dir, Volker. Nee, der ist, keine Ahnung, der kommt von irgendwie von der Gemeinde, hieß es. Und den habe ich nur ausgeliehen. Der hier kostet 196.412 Euro. Ja, aber wenn der aus einer Insolvenzmasse ist, dann kriege ich ihn vielleicht für 150. Vielleicht findest du auch noch ein paar Mängel, dann kriegst du ihn vielleicht noch für 140. Ja, das musst du mal rausfinden, ob da irgendwas findest. Ja, mal gucken, kannst du mal in Ruhe durchgucken. Ich interessiere mich halt für hinten für den großen Steier, ne? Ja, ich bin... Nee, Steier will ich nicht. Und ich brauche halt was... Ich interessiere mich auch nur für den, weil der Thomas und der Sepp fahren irgendwie auf den ab, auf den großen Steier und da habe ich gedacht, komm, dann haben wir noch einen dritten Trecker, den brauchen wir so oder so und dann können wir auch den holen, wenn er gut billig ist und da wollte ich auch noch nachher nochmal drüber gucken. Okay. Ja, weil ich bin am überlegen, also ich brauche halt noch einen, red doch mal nicht immer rum, ey. Hast du deine Pillen heute Morgen nicht genommen? Ich brauche halt noch einen zweiten Traktor. Ich bin Albert wahrscheinlich, ne? Hä? Ich bin Albert wahrscheinlich. Ja, wir brauchen einen fürs Feld und einen für den Forst. Im Moment zumindest. Deshalb. Okay, aber dann weiß ich schon mal Bescheid. Um die 195. So, Montag ist halt die Versteigerung irgendwie. Oder Dienstag, glaube ich.
Echt? Jo, hatte Neumann gesagt. Geil. Ich rufe den nochmal an, ich frage nochmal kurz. Dann kommen die hier runter, was, oder? Jo, ich rufe nochmal kurz nach. Und oben beim Harryhof stehen auch nochmal ein paar Teile. Was steht da? Anbaugeräte und ein Audi. Ja, okay, das ist ja. Ah, ich habe mit dem Neumann geredet, weil oben Katze ohne Fahrzeuge, ohne Trecker eh nichts machen. Die stehen alle hier. Ja, lass da. Das muss man dann halt aus den Büchern versteigern. Jo, ich hole mal gerade den Terrus. Jo, ich ruf mal kurz den Neumann an. Ja, aber das. Hallo, ist der Neumann? Hallo Neumann, du, ich wollte nochmal fragen, ist morgen oder übermorgen die Versteigerung? Morgen. Morgen. Oh, wird aber knapp. Weil du musst ja auch noch ausschreiben, oder? Hast du schon gemacht? Ja, nee, noch nicht. Dann machen wir das übermorgen, also ja, am Dienstag. Dienstag, ja. Okay, gut, das war's schon. Tschüss. So, ciao. Moment mal, hinter der Halle steht auch noch was. Häng ich mal schon. Volker? Jupp. Hast du hinter der Halle auch mal geguckt? Jo, der Xerion, aber da kriege ich ja keinen Frontlader dran. Warte mal. Feldarbeit, vielleicht wäre da was. Jo, das habe ich gerade auch gedacht. Was denkst du, wie Albert guckt, wenn ich mit dem Ding ankomme? Ich glaube, der ist noch nicht mal so teuer. Nee. Guck mal durch. Montag oder so. Dienstag soll die Versteigerung sein, hat der Neumann jetzt gerade gesagt. Ja, also grob schätzen kann ich den jetzt noch schnell. Ja, mach mal. Paar Dinger hier mit. Ring, ring. Okay. Ja. Hast du schon mit Herrn Neumann oder so gesprochen wegen Mähtasche? Jo, die fahren ihn gerade runter, der kommt gleich. Gut, alles klar. Gut, also, wir machen gleich Feierabend für heute. Gut. Gut, bis dann mal, tschüss. Tschüss. Volker? Ja? Ja. Bist du gerade da oben? Ne, ich bin hier. Was holen? Was holst du? Glas. Jo, Mama, gib hinne. Hey, hey. Zeit ist Geld, Geld haben wir nicht und Zeit erst recht nicht. Na, das tief, ja auch noch, ey. Denn? Jo. Hast du den Steier schon durchgeguckt? Nee. Ich fahre mal weg. Zumindest einen ungefähren Wert. Der wäre interessant. Ungefährer Wert wäre knapp 104.000. Oder die Waldfee, den würde ich sogar komplett zahlen. Je nachdem, findest du hier noch ein paar Mängel. Ja, die Ketten siehst du auch schon. Ja, die müsstest du wahrscheinlich vorher mal wechseln. Das Kettenlaufband ist ein bisschen durch. Könntest du vielleicht für 100.000. Ja, dann kriegst du noch 5 für die neuen Ketten. Oder was kosten neue? 5 und 10.000 Euro sind nämlich so Spezialdinger. Die sind ziemlich teuer. Okay. Wenn gut. Du Glück hast, kriegst du den aber noch auf 95 runter. Jo, ist gut. Okay. Ich mach Feierabend für heute. Ja, ich auch. Du auch? Ja. Machen wir zusammen Feierabend. Jo.
So, liebe Leute, seid gespannt, was nächste Woche alles passiert. Also am Dienstag werden die Fahrzeuge versteigert, hat der Neumann ja gesagt. Genau. Vielleicht überraschen wir den Albert. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut gerne bei einem Dark Racix, wie heißt Dark Racix YouTube. Dark Racix YouTube vorbei auf YouTube. Und bis dahin. Jo, ciao. Tschüss.